Moin Moin und einen schönen Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu UFC 2. Und ja, wir stehen da, wo wir aufgehört haben. Wir fahren quasi jetzt die Linie 96 zurück nach Rönnebeck. Und ja, immer noch mit dem gleichen Bus. Hallo. Und ja. Ey, mach mal die Heizung an. Mortit. Ah, die Heizung, ja. Mortit. Lass mal von den ganzen Vögel da mal reinjagen, da. Drei Haltestellen. Jawohl. Danke. Ja. Wunderbar. Halt, wir können da auch dann direkt schon mal losfahren. Auch ein so ein Vorstellungsvideo ist, aber ja. Dann bin ich mal gespannt, was uns da jetzt noch erwartet. Ah, Kollege macht auch schon Pause. Viel Spaß. Oh ja. Schöner Sound. So, ja, dann ist mir mal natürlich viel Spaß bei der Folge. Schauen wir mal, was uns da heute noch Schönes erwartet. Und vor allem, dass wir wieder meckern, so wie letztens die schöne Vollbremse. Naja, passt ja. Ja, das schöne Bremen-Nord-Projekt. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefällt. Also ich muss auch sagen, jetzt, da wir schon in der zweiten Runde mit dem Bus fahren, gut, das Kassensystem da an sich ist schon zwar veraltet, aber ich hoffe mal, dass wir dann auch bei der nächsten Tour, also nach der 96, dann die in einen anderen Bus fahren, anderes Kassensystem ausprobieren und yeah. Auf jeden Fall. Und ich heiz jetzt einfach mal. Ach ja. Ach, guck mal. Nee, da genau das sind wir nicht. Nö, sind wir ja von hier. Oh, nö. Schlecht. Also was sind Grad? Von einer anderen Richtung gekommen. Das ist sehr interessant. Schlecht. Ne, wir sind von hier gekommen. Also ich dachte von hier. Moin. Moin. Was geht? Ich weiß nicht, was geht. Was geht bei euch? Schade, dass es auch die gleiche Linie ist. Ja, genau. Das habe ich mir schon gedacht hier. Also war es doch die falsche. Ich dachte, man kann nämlich von da unten auf, aber war doch nicht so. Was haben wir denn da für einen? Ja, okay, die Hupe ist auch etwas komisch, aber hey, das passt schon. Das passt schon. Hallo. Hey, jo, was geht? Jo, ein Schülerticket bitte. Als würde man hier ein paar Homies haben, ne? Ich weiß, deswegen erst einmal so schnell, weil ich ein bisschen hören will, wann es anfängt zu meckern.
dann mal wieder heißt. Hey, fahrt nur zu schnell, was bremsen Sie denn? Sind Sie der 18er oder hast du nicht gesehen? Mahlzeit. Also da müssen wir echt mal. Ich bin mal gespannt, was das da heißen wird, ey. Also heizen tut er ja ordentlich mal schnell mit der Klimaanlage, das muss ich auch mal dran bedenken. Moin. So. Also, da sind ab und zu wirklich ein paar Sachen, die sind schon sehr performancebelastend, aber egal. Gut, von den Fahrzeugen hätte ich jetzt eher gesagt, oh ja, also hier ist wirklich ab und zu ein... der belastend ist. Finde ich aber trotzdem noch da. Okay. Weltbrief.de. Was das vielleicht heißen mag. Oh, ich hab schon gedacht, es wäre eine Busbucht. Schade. Naja. Oh, nix sagen. Hallo, guten Tag. Moin. Ja, die Stimme vor allem schön zu verstellen, ne? Guten Tag. Ich lieber sagen müssen, yo, Homie, was geht ab, Digga? Hey, ich bin der Kliniker. Nein, das will. Der Beschleunigung ist der nicht schlecht. Gefällt immer richtig gut. Ja, das da ist das Problem. Aber ich merke schon, die Taste hier lässt sich auch nicht wirklich bewegen, ne? Aber alte Mercedes, die da rumfahren, gefallen mir auch.
Moin. Ey, jo, was geht? Moin. Gib mir mal ein Schülerticket hier. Jo, danke. Gib mir mal ein Schülerticket, ja. Ey, man steigt doch Bern ein oder was? Na gut. Ja gut, die Matrix, muss ich sagen, die schon, ist zwar schon ein bisschen so, wie ich es haben würde, aber auch nicht so... als bräuchte. Oh, ein Friedhof. Solo-Bus nehmen wir dann hier mal ein bisschen ein paar Donuts drehen, ja? Sollen ja auch mal ihr Spaß haben. Ach, guck mal, ein Audi-Taxi. Oh, nicht schlecht. Ey, jo, was geht? So, jetzt ein bisschen weiter. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man zwei Spiegeln hat, ne? Das macht das Ganze etwas geschmeidiger. Mahlzeit. Also davon denen würde ich sogar noch paar Ansagen drüber nehmen. Also vor allem von den Begrüßungen her. Ist auch nicht schlecht. Ah, genau. Vorne sind wir dann von rechts gekommen. Also ja, von links, ne? Ja, egal. Ich hab's jetzt sowieso gesagt. Jetzt fahren wir quasi dann geradeaus weiter. Das gefällt mir. Hallo, guten Tag. Ich darf mal auch ziemlich nah an dem Bus vorbei. Ah, man sieht auch im Spiegel perfekt komplett nach hinten, was man alles für die Tür, wenn sie aussteigen. Gerade schon im Zug. Busch, Ziel. Fahrzeit.
So, ja, da wären wir schon wieder. 97 vorbei, die 96 vorbei. Ja. Zwar dieselbe Linie, aber muss sagen, hat mir sehr gut gefallen, auch wenn wir einen kleinen Umweg gefahren sind. So, dann schauen wir uns nächstes Mal auf jeden Fall noch einen neuen Bus an. Und naja, vielleicht mal die Handbremse rein. Das wird passt. So, alle mal raus hier. Zu früh, ja, so, so klar. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde jetzt erstmal gleich noch gucken. Oder noch ein paar andere Busse finden. Und weil die Linie, wo wir jetzt gefahren sind, die quasi ab Dezember oder Route 2012. Also, das war natürlich schlecht. In dem Fall, ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge und bis dahin. Ciao, ciao.